Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin's wieder, euer Kornel. Wir sind zurück bei Super Mario 64 und wir müssen die Lava-Welt weitermachen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie viel wir heute schaffen. Werfe die Bullies in die Lava. Okay. Ich glaube, das sind damit sind die Kleinen gemeint, neben dem Großen. Der Große war natürlich schon sehr, sehr, sehr stark, aber die Kleinen sind... die Kleinen sind nochmal eine Nummer härter, das kann ich euch sagen. Ich glaube, mit dem müssen wir hier uns eigentlich nicht beschäftigen, aber wir können schon mal üben, denn ich glaube, er gibt eine... Okay. Ich habe mit einer blauen Münze gerechnet. Habe ich mich wohl vertan. Habe ich mich wohl vertan. Oh, das Ding dreht sich ja. Also, ja, das Ding dreht sich. Was eine Erkenntnis. Ja, und wir sind schon wieder tot. Die Lava-Welt ist echt ein bisschen, man muss dann echt aufpassen. Vor allen Dingen mit der Steuerung. Ich habe es schon mal erwähnt. Das ist. Ich brauche ein neues Gamepad. Big Ben kostet 5 Euro. Ob sie das wohl hier im Mediamarkt haben bei uns? Also von Big Ben. Ich hätte gerne nochmal genau dieses, weil das ist echt ein richtig gutes. Ja, muss ich mal gucken. Könnte ich eigentlich mal jetzt so morgen oder so zum Mediamarkt gehen, ne? So, ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich Semesterferien habe, ich habe ja gesagt, dass es, ja, ich wollte ja eigentlich viel aufnehmen und im Prinzip habe ich da immer noch Ambition, ist das das richtige Wort? Ambition, ja, ich glaube schon. Ich habe kurz überlegt, ob da irgendwie ein N fehlt oder so, aber ich glaube nicht. Das sind die richtigen Ambitionen, die habe ich immer noch. Ich will auf jeden Fall nochmal so 2-3 Wochen wirklich durchziehen mit 2 bis 3 Videos am Tag. Einfach nur, um mal zu gucken, wie da so die Resonanz aussieht. Fick dich. Oh Mann, ey. Ob sich das für mich überhaupt in Betracht zieht, da so viel reinzulegen, vielleicht auch während des Studiums. Oh, schade, Alter. Hätte ich die jetzt alle drei irgendwie... Okay, kommt. Mano, ich wollte eigentlich alle drei auf einmal. Geh in die Lava. Geh in die Lava, ja, geh. Ich habe echt noch Ambitionen, dass ich das mal irgendwann schaffe, so. Und auch mal echt ein paar Videos am Tag über einen längeren Zeitraum, über 1-2 Wochen so raushauen kann, damit ich mal gucken kann, ob da die Resonanz noch stimmt. Oder ob das mein Kanal so nicht betrifft, dass es hier eigentlich eher so ein schlafender. Ob das hier vielleicht eher so ein schlafender Kanal ist, wo es reicht, wenn man nur ein bisschen Videos hochlädt und für mehr reicht es nicht. Das ist so die Sache, die ich gerne irgendwie erkennen möchte, die ich mal so ein bisschen ja, die ich einfach mal so ein bisschen ausprobieren wollte jetzt in den Semesterferien. Und ich denke, dafür werde ich auch noch die passenden Momente finden, wo ich dann so viel aufnehme, dass ich das realisieren kann. Das ist gerade hier nicht gut, was ich gegen den Buddy mache. Es ist ein sehr spannender Kampf. Jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn und getroffen. Nichtsdestotrotz, warum funktioniert das eigentlich nicht so? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mich, glaube ich, wieder ein bisschen selbstdisziplinieren. Ich wollte mich sowieso in diesen Semesterferien unglaublich ein bisschen Selbstdisziplin üben. Das ist so ein Ding, was mir extremst fehlt. Wisst ihr, ich wollte ja auch ein bisschen abnehmen und ich sag mir dann immer, okay, Alter, gesund essen, nicht so viel essen und dann gehe ich los und kaufe mir eine Tüte Chips und eine Packung, weiß ich nicht, Schokolade oder so. Dann esse ich an dem Tag auch nur eine Tüte Chips und eine Packung Schokolade. Das ist manchmal nicht so gut. Es ist aber manchmal halt auch einfach so, oh, ja, ich weiß auch nicht, das ist so. Das ist so ein Problem, was ich persönlich habe, was ich auch weiß und ich weiß auch, woher das kommt und warum das so ist. Ich kann aber so extrem, ich kann so richtig im Moment nichts dran ändern, weil es auch nicht unbedingt nur in meiner Hand liegt. Doch, es liegt komplett nur in meiner Hand und es ist halt so ein Ding, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Oh, finde die 8 roten Münzen schon. Okay. Das bedeutet, wir müssen die 100 Münzen sammeln. Ich hoffe, das ist nicht allzu schwierig hier. Es gibt, glaube ich, eine blaue Münze, oder? Ah, sehr gut. So, darüber will ich, wenn die wieder groß sind. Zack. Wo bin ich stehen geblieben? Ich weiß, wo es herkommt. Ich weiß, wo es dran hapert. Es ist auch eigentlich ein Ding. Ich muss es natürlich komplett für mich selber schaffen. Sonst hat es wahrscheinlich nicht viel Sinn. Aber man hat natürlich, ihr kennt es wahrscheinlich, so die Hoffnung, dass irgendwo so ein kleiner Engelchen rumfliegt, der nur darauf gewartet hat, durch... Ich weiß nicht, es ist manchmal... Ja, es ist
ich weiß nicht, ich will da auch gar nicht so extrem drüber reden, weil es eine ziemlich negative Geschichte eigentlich ist. Also, das sind schon manchmal echt Phasen, so wie jetzt momentan einfach, wo ich echt dann nicht so viel auf die Reihe kriege und mich selber dafür ein bisschen, Alter, ich würde gerne diese verfickten Dinger hier in die Lava hauen. Ja, sauber. Das sind zwar nur 3 Münzen, aber ich meine, ja. Wenn die Münzen noch nicht mal hier hochkommen, kann ich es auch lassen. Haha, jetzt kann die Münze mit dir hochfliegen. Dankeschön. Und, ja, ich muss es für mich selber schaffen. Das ist ganz klar, ja. Ich muss es auch alleine schaffen. Ich muss deswegen mich wieder ein bisschen selbst disziplinieren. Was habe ich vor? So, dich lassen wir jetzt mal, weil du bringst mir nichts. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Wow, es war so knapp. Was will ich machen? Ich muss mir wieder Wecker stellen. Ich muss wieder regelmäßig um 9 Uhr oder so und ich muss aufstehen. Ja, das ist so eine Sache, die muss ich wieder machen. Ich kann... Dann ist es auch egal, wie lange ich aufbleibe. Und wenn ich mal bis 3 Uhr nachts aufbleibe, egal, ich muss um 9 Uhr aufstehen. Ich muss mir echt immer so eine Zeit setzen. Das ist für mich eine Sache, die mir persönlich immer sehr hilft oder geholfen hat. Weil ich dadurch einen regelmäßigen Tagesablauf kriege und weil ich dadurch auch einfach... weil ich dadurch so Müdigkeit am Tag besser vorbeugen kann. Weil manchmal ist man auch müde, obwohl man unglaublich gar nicht müde sein muss. Weil, wisst ihr, ich mache ja momentan, ist ja jetzt momentan nicht so viel zu tun und dann bist du halt mal bis 2 Uhr wach nachts und dann schläfst du bis 1 oder 2 und dann kommst du, wirst du wach irgendwann um 1 oder so und dann bist du um 3 Uhr schon wieder müde. Einfach nur, weil du halt nichts machst, weil dir halt langweilig ohne Ende ist. Das ist so ein bisschen ein Problem. Ja, das muss ich wieder in Angriff nehmen. Ich muss wieder regelmäßig aufstehen. Das kann ich auch eigentlich. Ich war nie Langschläfer. Ich war auch nie einer, der wirklich so extremst viel Schlaf gebraucht hat. Ich war halt immer ein Frühaufsteher eigentlich. Und das bin ich auch heute noch, würde ich von mir behaupten. Ich bin auch kein Morgenmuffel. Nö. Ich bin da eigentlich relativ entspannt in dieser, in dieser Beziehung. Da sind die roten Münzen auch alle, genau. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Ich würde hier gerne mal einmal runter. Und das ist so ein Ding, das muss ich unbedingt wieder einführen. Auf jeden Fall Wecker. Ich muss mir mal meinen Radiowecker aufbauen irgendwo. Und dann muss ich den... Stimmt, gibt es hier nicht irgendwo einen grünen Panzer? Nein! Warum bin ich hier unten? Nein! Ich will zurück! Oh, die blaue Münze. Wäre die jetzt gedespawnt, oh, ich wäre ausgerastet. So, da sind noch wieder ein paar Münzen. Wir haben schon 54, jetzt haben wir 59. Gar nicht mal so übel. Okay, hier ein bisschen Konzentration. Okay, die wackeln immer. Der ist natürlich mega leicht, ne? Der 8-Münzenstern. Hat jetzt gerade gar keine Schwierigkeit für mich, aber nichtsdestotrotz brauchen wir noch 25 Münzen so. Wunderbar. Ah, fuck. Sehr schön. Sogar hochgekommen, die Münze. Ich würde dich gerne hier so... Ja. Ja, nein. Ah, kannst du mal jetzt hier... Genau, und jetzt da in die Lava. Sauber. Und der Münze bitte zu mir. Der Münze. Ihr habt richtig gehört. Okay, 77. Ja, das ist auf jeden Fall was, was ich wieder einführen muss. Ich muss wieder regelmäßig... Sind da keine Münzen drauf? Sieht nicht so aus. Ich weiß, glaube ich, auch wieder, wo die... Ah, da sind noch Münzen. Ich weiß, glaube ich, auch wieder, wo die... Nein. Bloß nicht sterben. Ich weiß, glaube ich, auch wieder, wo die grüne Shell ist. Und ich glaube, da gehe ich jetzt auch mal hin. Das ist nämlich irgendwo beim Anfang. Kann ich mal die Kamera hier umgedreht haben irgendwie? Warum will die nicht hinter mich? Oh, nein! Wo kommen denn die Münzen her?
Danke. Ich weiß zwar nicht so genau, woher die kam, aber... Ist ja auch egal. Ah, fuck, 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 fuck. Wir dürfen nicht sterben, wir dürfen nicht sterben. Nein, nein, nicht sterben. Oh, no. Oh. Jetzt dachte ich gerade, ich sterbe. Oh, es ist so knapp gerade, oder? Jetzt ist das Ding noch nicht mal runtergefallen. Es ist gerade so knapp, ich darf nicht sterben. Was steht denn da drauf? Springe auf den funkelnden Panzer. Der Krötensurfer öffnet ungeahnte Möglichkeiten. Hm, fuck, ich brauche Münzen. Ah. Was bringt mir denn die Fliegercappy? Was bringt mir die? Ich könnte jetzt mal hier vorne landen und mir diese Münzen holen. Ich hoffe, der rutscht jetzt nicht. Das sind immerhin drei Münzen. Oh, wenn der jetzt in die Lava gelaufen wäre. Boah, die Steuerung. Ich sag euch, die Steuerung ist die Hölle. So. Ich brauche noch 12 Münzen, das muss doch irgendwie möglich sein ohne Fail. Da unten sind halt noch Münzen, aber ich weiß nicht so genau, wie man da dran kommt. Kann ich da drüber einfach? Sind hier nicht noch Münzen? Sind hier Münzen? Da ist ein Stern. Oh no! Ich muss hier wieder raus. No, ich brauche noch 12 Münzen. Aber ich weiß nicht von wo. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nein. Wow. Oh, wo kriege ich denn jetzt noch 12 Münzen her, sag mal. Oh, scheiße. Es ist echt so knapp bemessen hier in diesem, in dieser Welt. Ich war da, naja, der eine Stern da hinten ist ja mega einfach. Hm. Ich weiß gerade echt nicht, wo ich noch 12 Münzen herkriegen soll. Kann man eigentlich in den Vulkan rein? Nee, das war nicht so, oder? Oh, ja, so an für sich, das ist jetzt alles einfach. Die roten Münzen hast du sofort. Wir sind schon wieder 12 Minuten hier drin. Die roten Münzen hast du sofort. Diesen anderen Stern kannst du dir sofort holen. Und ja, das war jetzt quasi mein Todesurteil. Ich weiß gerade nicht so genau, wie man hier unten an diese Münzen rankommt. Münze? Mir war gerade eine Münze, weil der Buddy kaputt gegangen ist. Ich weiß nicht warum. Oh, fuck. Ach, ja, dann müssen wir jetzt die Münzen nochmal neu sammeln. Ja, ich finde sie jetzt nicht. Das bringt ja jetzt auch nichts, wenn ich hier jetzt noch länger rumdödel. Hier unten sind welche, dafür brauche ich den Panzer. Oh, ich weiß aber nicht, wie ich an den Panzer rankomme. Und sonst weiß ich nicht, wo noch Münzen sind. Ich war doch überall, oder? Ich weiß halt nicht genau, ob man vielleicht in den Vulkan rein kann. Wenn man in den Vulkan rein kann, wird das natürlich einiges erklären. Wenn man, aber ich glaube nicht, dass man da rein kann. Aber gab es nicht irgendwie gegen den Vulkan? Gab es nicht sowas? Als letzten Stern? Ich kann mich irren. Ich irre mich wahrscheinlich. Ah, das ist ein bisschen doof. Ja, aber müssen wir jetzt so machen. Ich gehe jetzt einfach nochmal rein. Wir holen jetzt diesen einen Stern. Der ist mit der Fliegercappy ja richtig einfach. Tanze auf dem Baumstamm müssen wir gar nicht, ja, müssen wir tatsächlich gar nicht. Gehen wir einfach jetzt hier hin, machen hier den Weitsprung, weil er so gut funktioniert hat. Ja, es war klar. Und dann fliegen wir da einfach hin. Ja. 12 Münzen. Wir haben natürlich einen Buddy verkackt, 1, 2. Das waren dann aber auch nur 2 Münzen. Da unten sind 5, dann würden hier nochmal 5 fehlen. So, und jetzt haben wir ja den Stern eigentlich schon. Wenn wir da jetzt rüberkommen, kommen wir. Zadra.
relativ einfach, ja. Jetzt haben wir wenigstens 2 Sterne, weil sonst hätten wir hier wieder gar nichts in dem Part. Das ist ja immerhin ein bisschen. Ich weiß, ich bin langsam, wahrscheinlich der langsamste SM64-Let's Player. Aber der ist mir voll egal. Es ist ein 3D-Jump'n'Run. Ich hoffe, ihr erkundet den Vulkan. Ah, dann kann man da vielleicht doch rein. Ich probiere es jetzt einfach mal. Wenn wir da rein können und da sind Münzen, dann wissen wir, wie wir an die 100 Münzen kommen. Und reicht der? Ja, sauber. Erkunde den Vulkan. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Ja, Mann, so doof. Ja, ich hatte irgendwie sowas im Kopf. Dann sind die 100 Münzen ja eigentlich gar kein Problem, ne? Tatsächlich, ja. Dann dürften die eigentlich relativ einfach sein. Wenn wir dann noch mit dem... Vielleicht kriegen wir dann jetzt den grünen Panzer. Wenn wir jetzt hier den Stern im Vulkan auch noch holen, kriegen wir eventuell den grünen Panzer. Wollte das Ding mich töten oder ist das eine Hilfe? Ich glaube, das wollte mich töten. So, und wenn wir den grünen Panzer haben, dann können wir die ganzen Münzen in der richtigen Lava-Welt ja relativ einfach sammeln. Und wenn wir die relativ einfach sammeln können, dann können wir ja relativ schnell die 100 Münzen holen. Von daher... Das hat auch wunderbar geklappt. Ich bin ein endloser Skiller, meine Güte. 20 Münzen gibt's hier im Vulkan, wenn ich das richtig gesehen habe. Ah, Mann, ist das geil. Jetzt läuft's aber. Ich würde sagen, wir machen dann im nächsten Part weiter mit der Lava-Welt. Werden wir sie wahrscheinlich abschließen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann, ciao und tschüss, euer Kornel.